In diesem Video möchte ich über die vielen neuen Details und Bilder sprechen, die die Entwickler in der letzten Zeit zum kommenden Reich des magischen Gameplay-Packs auf Twitter geteilt haben. Beginnen wir zuerst mit einigen neuen Infos, die die Gurus geteilt haben. Zuerst werden wir mit diesem Pack zwei neue Welten bekommen. Einmal Glimmerbrook, die neue Wohnwelt, die man auch am Anfang des Trailers sehen kann und übrigens auch alle Jahreszeiten unterstützt. Diese besteht insgesamt aus 5 neuen Grundstücken. Zu dieser gibt es auch ein paar neue Screenshots, wie hier die Rückseite der Portalregion von Glimmerbrook oder auch dieser kleine Wasserfall hier. Außerdem gibt es noch eine zweite neue, magische freischaltbare Region, die Sims über das Portal bereisen können, aber die nicht dauerhaft bewohnbar ist. Sie besteht allerdings nur aus einem neuen Grundstück und hat einen besonderen Tag-Nacht-Rhythmus. Weiter wurden neue Details von Simguru Antonio zum Gameplay verraten. Es gibt insgesamt 4 Arten von Magie, die Sims verwenden können. Praktische, böse und ungezähmte Magie sowie die Alchemie, welche sich auf das Brauen von Zaubertränken fokussiert. Zauberer haben Vorteile und Flüche, die Entwickler haben ebenfalls ein komplett neues Zauberbuchsystem eingebaut, in dem die Sprüche und Tränke aufgelistet sind, die Sims schon gelernt haben. Nur Zauberer können hier Magie erlernen, es gibt aber scheinbar keine neuen Fähigkeiten. Insgesamt gibt es 24 Sprüche und 15 Tränke, die Sims erlernen können, sowie zahlreiche Flüche. Außerdem können eure Sims aus unterschiedlichen Zauberstäben und Besen wählen. Das Zaubern ist für Erwachsene gedacht, Kinder haben hier also keine großen Möglichkeiten, können allerdings kleinere Dinge erkunden. Außerdem soll es besondere Boni für Zauberer aus längeren Generationen geben. Wenn ihr Hunde und Katzen installiert habt, könnt ihr diese zu euren Begleitern machen, welche dann etwas glitzern. Aber Achtung, die Sims können nur zaubern, wenn sie von Anfang an im Erstelle einen Sim-Modus so erstellt wurden oder durch ein magisches Ritual in Zauberer verwandelt wurden. Die neuen Begleiter sind ebenfalls sehr interessant. Diese folgen deinen Sims und sollen sie vor dem Tod beschützen, außerdem haben diese eigene kleine Fähigkeiten. Ihr könnt so viele von ihnen hinzufügen, wie ihr wollt, allerdings kann immer nur eines von ihnen beschworen werden. Man findet diese in der Spielwelt und natürlich kann man diese auch benennen. Es gibt insgesamt ein neues Merkmal, mit dem der Sims zu einem Zauberer werden kann. Die zwei neuen Bestreben drehen sich um das Brauen von Tränken sowie dem Erlernen von neuen Zaubersprüchen. Zu guter Letzt haben die neuen Zauberer aber keine verwandelbare Form. Freut ihr euch über das kommende Gameplay-Pack? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr eure Packsammlung vervollständigen wollt, schaut in der Beschreibung bei Instant Gaming vorbei, welche immer fette Rabatte haben. Also dann, bis zum nächsten Video.